Radsportfans. Bock auf einen Blick hinter die Kulissen? Zusammen mit Krombacher 0,0%. Dann komm mal mit. Jeder wächst irgendwie mit der Tour de France auf, kennt sie aus dem Fernsehen. Ja, es sind einfach immer die allerbesten Fahrer am Start, alle in Topform. Und normalerweise mit den ganzen Zuschauern ist das auch nochmal was anderes. Also ich kann von mir aus klar behaupten, dass das Ziel von mir gewesen ist, mal die Tour zu fahren. Das ist halt einfach das Größte im Radsport, was es gibt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Jungs sich einstellen können, also wissen, was sie da erwarten. Dann kann man natürlich halt auch schon ein bisschen die Strecke und die Kniffligkeiten und sowas sich merken dafür. Und das kann natürlich dann halt auch Vorteile bringen fürs Rennen. Und ja, vor allem ist es halt mentale Vorbereitung. Es sind verschiedene Streckenprofile, also du hast teilweise sehr guten Asphalt, teilweise sehr schlechten Asphalt. Ja, ich denke heute gerade der letzte Berg, der Col de Loss. Ja, extrem wichtig, dass man den gesehen hat. Der ist ja unglaublich schwer und uneinsehbare Kurven, schon relativ gefährlich. Wenn man da nicht weiß, was auf einen zukommt, dann ist das schon mental nicht so einfach. Also wir haben die Strecken, die wir halt auch auf unsere Devices dann laden, gucken uns das vorher natürlich jetzt schon mal an, aber letztendlich zählt es eigentlich, dass wir es dann quasi erleben und dann später halt auch nachbesprechen. Du siehst im Tourbuch das Höhenprofil und am Ende sieht es ein bisschen steiler aus, aber du kannst nicht erkennen, das ist halt mal mit 23%, dann wieder nur 5 und dann kommt wieder eine 20% Welle. Das kannst du nicht erkennen. Für die Jungs, die es wirklich erlebt haben, ist das immer ein Unterschied, weil ja, es ist ein Unterschied vom Verstehen oder tatsächlich Erleben. Dass man weiß, was da auf einen zukommt und ich denke, wenn man dann im Rennen fährt, dann sieht man, oh, das war da und ah, scheiße, da kommt jetzt nochmal ein Steilstück. Aber man weiß einfach, was da auf einen zukommt, das ist wichtig. Ja, ich denke gerade jetzt Ineos und Jumbo, Bernal, Roglic, Dumoulin sind schon so die Top-Favoriten, denke ich. Ein starkes Team und wenn alles gut läuft, hat man letztes Jahr gesehen, dass das Podium auf jeden Fall möglich ist.